Herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Baraya von Baraya Loves Paper und ich habe euch ein Quickie mitgebracht. Und zwar ein Quickie-Flip-Through zu meinem neuesten Buch. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit, macht das gerne. Schreibt mir Kommentare, schickt mir Likes, Herzchen und so weiter und so fort. Ich freue mich super, super doll, dass ich schon echt viele Kommentare bekomme und ich gebe mir riesig Mühe, die auch alle zu beantworten. Und der Austausch macht echt Spaß, also gerne weitermachen. Freude, Freude. So, jetzt kommen wir zu diesem Buch. Was habe ich hier vorgehabt? Ich wollte ein schönes, süßes, einfaches Buch für eine Freundin zum 50. Geburtstag. Einfach deswegen. Sie hatte bis jetzt noch nie mit Junk Journal zu tun und wird wahrscheinlich durch dieses Buch erfahren, dass es sowas gibt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache es hübsch, was zum Anfassen, also es ist wirklich sehr haptisch und innen auch recht einfach, dass viel, viel Platz zum Schreiben ist. Ihr werdet es gleich sehen. So, das ist ein bisschen kleiner als DIN A5, also ich musste die Signaturen an beiden Seiten ein bisschen kürzen. Ich habe ein Goethe-Buch genommen mit einem roten Einband, mit einem dunkelroten Einband. Davon sieht man jetzt nichts mehr, weil ich es mit Leinen bezogen habe. Auf das Leinen habe ich dann mit Gesso rumgemanscht. Ne, das ist richtig schön hier so rumgepatscht. Auf dem Gesso habe ich dann hier Buchseitenfetzen aufgeklebt und eine Perlmutt-Strukturpaste. Dazu natürlich Filigree. Buchecken seht ihr ja selber. Dann zum Schluss habe ich es mit Mod Podge versiegelt, damit es einfach auch ein bisschen robust ist und nicht gleich irgendwie fleckig matschig wird. Ja, beim Buchrücken. Die schöne Sternbindung, die habt ihr bestimmt schon mal bei der Efi gesehen, von Paper Place. Und das Filigree musste ich mir so ein bisschen anpassen. Da sieht man, dass ich hier oben ein bisschen was weggeknipst habe. Sehen die Profis, ne? Alle anderen sehen das nicht. Dementsprechend fine for me. Es hat nämlich nicht ganz gepasst. Es war so eine Mini-Öse da oben dran. Die musste halt weg. So ist perfekt. Ich habe Spitzenstreifen genommen und auf die Spitzenstreifen Pappstreifen, die ich in Buchseiten eingewickelt habe. Das heißt, ich habe hier ganz, ganz dünne Buchseiten mit der alten Schrift und habe sie ja um Pappstreifen herum gemacht, habe die mir vorher so ein bisschen gebogen, dass ich die hier wirklich schön fein gut draufkleben kann und dass sie quasi die Buchrundung, ne, den Buchrücken, die Rundung mitverfolgen und das Buch nicht verfälscht. Was hier gerade krachen gegangen ist, ist mein Filigree, Gottes Willen, Sprachfindungsstörung. Es ist später am Abend, Leute. Tief durchatmen. Bimsel, Bamsel, Dingel, Dangel, Lesezeichen. Filigree ist das Ding hier. Ja, schon klar. Ich habe ein paar Perlen genommen. Ich habe so ein kleines Armband dafür geopfert, was so viel schöner aussieht, finde ich. Habe hier so eine Messingfeder genommen. Ein bisschen die Themen des Buches aufgegriffen. Kann man natürlich für jedes Buch nehmen. Ne? Muss nicht zwingend hier für dieses Buch sein. So, und die liebe Dame, die da vorne drauf abgebildet ist, habe ich in Schweden in einem Flohmarkt gefunden. In einem Flohmarkt. Also in einer Scheune, die ein Flohmarkt war. Und ich fand, sie passt einfach zu dem Begriff Attitude oder zu dem Wort, weil es einfach auch um Haltung geht. Und ich finde, sie hat eine sehr schöne Haltung. Sie mit ihrem Blumenstrauß und ihrem Buch sehr aufrecht, eine freundlich bestimmte Frau. So. Die fand ich ja ansprechend und fein hier für meine Freundin zum 50. Geburtstag. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Dieses Buch wird in Kürze verschenkt werden. Einen neuen Besitzer bekommen. Oder besser gesagt, eine neue Besitzerin. So, jetzt mein kleinen Bruch im Video. Ich habe nämlich einen Anruf bekommen. Eigentlich ist mein Handy auf bitte nicht stören gestellt. Aber Favoritenkontakte kommen trotzdem durch. Wer kennt das nicht? So, wir steigen jetzt einfach mal ins Buch ein. Also ich habe hier ganz viel Spitze verarbeitet. Ein echtes altes Bild. Ein echtes altes Buch. Ich habe hier einen schönen Haken. Hier so ein ganz einfach. Da kann man nämlich einfach mal was ins Buch mit reinpacken und mit einklemmen, ohne dass es einem direkt entgegenpoltert. Und alle Bandenden, die hier so im Buch rumeiern, habe ich mit so kleinen ausgestanzten Plättchen zusammengeklebt, die ich so ein bisschen versiegelt habe, dass sie glänzig sind.
So, es gibt eine Erklärung für Junk Journal Newbies. Eine kleine Junk Journal Erklärung. Ich habe das Stamperia Magic Forest Papier genommen. Das liebe ich ja wie sonst was. Da könnte ich einfach immer mit basteln. Also wird es garantiert auch noch mehr Videos zu geben oder mehr Bücher. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Quickie-Teil. Ich habe gefärbtes Papier genommen. Ich habe einen einzigen Stencil verwendet. Und zwar ist das ein, ja, so eine Plastikbordüre, Plastikspitze, die wie so eine Wachstuchtischdecke ist. Und die eignet sich einfach großartig zum Stenciln. Ich liebe das Teil. Ja, ansonsten zu verschiedenen Zeitpunkten mit verschiedenen Tees gefärbte Papiere. Kaffee gefärbt, das habe ich gar nicht dabei. Es ist alles mit verschiedenen starken Tee gefärbt. Bisschen Designpapier, ein paar Paperclips. Paar Tags, also wirklich ganz, ganz ausgesucht. Ein bisschen geprägtes Papier. So, und das sind wirklich, kann man sagen, so die Anfänge eines Junk Journals, sowas überhaupt mal in der Hand zu haben. Trotzdem ein komplettes Buch zum Schreiben und hier nur so ein bisschen Designpapier drin zu finden. Na, hier ist immer mal so eine gefaltete Seite drin. Aber die sind wirklich super rar verteilt über das ganze Buch. Na, ich blätter jetzt einfach mal hier im Schnelldurchgang. Im Endeffekt wollte ich euch hier einfach nur mal zeigen, was man auch mit, sag mal, nicht ganz so riesigen krassen Aufwand für ein schönes Buch zaubern kann. Mir gefällt es sehr, auch wenn es sehr, sehr schlicht ist. Ne? Ihr seht ja immer mal wieder hier so die Stencil-Geschichten an den Rändern. Ich habe es wirklich schmal gehalten, um einfach das Schreiben zu ermöglichen. Und im besten Fall wird es ja dann wirklich als, ja, Sporttagebuch, Tagebuch oder was auch immer verwendet. Ja, auch wieder, man kann das einfach rausnehmen. Sie könnt auch was anderes reinstecken. Ne? Das ist, man kann hier drin halten, was man möchte. Hier und da ein Paperclip. Ja, wie gesagt, hier sehr, sehr schmal. Ein bisschen rosig gefärbtes Papier. Ich glaube, hier hatte ich mal so einen Früchtetee irgendwie angesetzt. Ja, wieder geprägt, Tüdelü, Tüdelü, bisschen Designpapier und die Ecken auch vom Magic Forest Papier. Ich habe dünnes Papier genommen, also das ist ja ganz normales Druckerpapier. Ich meine, das müssten 80 Gramm sein, dass es halt wirklich ein einfaches Schreibjournal werden kann. Na, ich habe auch dickeres gefärbtes Papier, aber das würde dann einfach hier auch diesen Charakter, ich wollte das halt nicht als Crocodile Mouth und nicht so vollstopfen. Und das würde halt diesen Charakter einfach zerstören, wenn man einfach fettes Papier nimmt, was dann einfach von sich aus schon das Buch aufsperrt. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja auch Seiten, die sie einkleben möchte oder Artikel oder was auch immer. Hier habe ich nochmal zwei Karten zur, ich sag mal, freien Verwendung. Die bleiben hier drin wohnen. Und hier habe ich auch einfach so ein Bellyband mit Spitze gemacht. Ich habe hier überall die gleiche Spitze benutzt. Ich habe überall den gleichen Stencil benutzt. Ich habe überall diese Plättchen benutzt, damit es einfach ein, sag ich mal, schlichteres, einfacheres Journal wird, dass es nicht gleich überreizt, sag ich mal. So kreativitätsgewöhnte Menschen, die einfach hier Journals zaubern und benutzen und schräg und krumm schreiben, überall, wo man Platz hat, die würden jetzt sagen, ja, es jetzt geht ja spannender. Aber für jemanden, der eigentlich sehr geradlinig unterwegs ist und sehr, sag ich mal, fein und strukturiert schreibt und arbeitet, sollte das hier hoffentlich keine Überforderung darstellen, sondern einfach ein schönes Teil, wo man schöne Sachen reinschreibt. Würde ich mir einfach wünschen, dass dieses Journal benutzt wird, um schöne Sachen reinzuschreiben. Was im Endeffekt passiert, muss natürlich die Besitzerin, die neue, entscheiden, ob sie damit Tagebuch schreibt oder Einkaufszettel. So. Das war der Quickie zu diesem, ja, einfachen, süßen Journal. Ich mag's, ich würde es sofort wieder so machen, ich würde es auch sofort behalten. Einfach auch gerade dieses Cover ist wirklich für mich ein, ja, ein Traumcover. Also ich werde das wiederholen, da könnt ihr euch sicher sein. Ja, an dieser Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für eure Zeit, Geduld und würde mich sehr, sehr freuen, Kommentare, Likes und Co. von euch zu bekommen. Mir bleibt jetzt zu sagen, bis demnächst in diesem Kino.